Herzlich willkommen zu Heute schon gelesen. Diesmal mit drei Büchern aus dem Heimann Verlag. Eins davon möchte ich besonders vorstellen, so wie üblich, und zwar eine Zeitreise. Faszinierende Zeitreise hat mich an meine Kindheit erinnert. Und warum ist relativ einfach? Herbert Dutzler, der ja sonst für Kriminalromane bekannt ist, schreibt diesmal einen Roman, wo es um das Jahr 68 bis 69 geht. Es geht um Kindheitserinnerungen. Alles beginnt zunächst einmal beim Ausräumen der Wohnung der Mutter. Man findet dort einige Dinge und als er so herumkramt, findet er Erinnerungsstücke. Ein Fotoalbum, Fotos mit Erinnerungen, ein Kochbuch, Schulbücher und sofort reist er in die Vergangenheit, ins Jahr der ersten Italienreise der Familie mit dem Bus Richtung Kauerle, in das erste Gymnasiumjahr oder den Beginn des Gymnasiums und alle Ereignisse rund um diese Zeit. Begleitet wird der Bub die ganze Zeit von Karl May und von seinen knapp 60 Büchern, die zu Hause stehen und die er sich vorgenommen hat, nicht öfter als einmal oder zweimal im Jahr zu lesen. Bei Karl May ist das ganz anders. Und dann befinden wir uns auch schon mittendrin in den Vorbereitungen für die Italienreise nach Kauerle. Es wird Koffer gepackt, da kommt alles rein, was halt wichtig ist, kurze Hose, Gewand und sonstiges, aber natürlich auch eine Menge Bücher Karl May und ein paar Donald Duck Hefteln. Sowas gehört natürlich damals auch dazu. Und die Familie macht sich bewaffnet mit einer Portion Wurstsemmeln mitten in der Nacht auf den Weg zum Bus, um dann mit einer Busreise über die Steiermark direkt nach Kauerle zu fahren. Kurz vor der Grenze noch ein Halt im Wirtshaus mit Schnitzel und Zigaretten für den Papa, weil, und das erinnert mich auch an meine Kindheit, vieles war damals ganz anders als heute. Ja, Zigaretten werden noch gekauft und auch fleißig geraucht. Man riecht es förmlich im Bus, im Restaurant, überall, wo es ist. Und dann die Grenze, die Grenzkontrolle, die ersten Worte, die man nur mehr auf Italienisch hört und die Ankunft im Hotel, die Zimmer damals mit Waschbecken im Zimmer und Dusche oder Klo am Gang draußen und natürlich der erste Gang zum Strand. Das erste Drittel des Buches beschäftigt sich im Prinzip mit den Erinnerungen an diese erste Italienreise. Ich kann es wirklich nur sehr empfehlen. Mit Vorkommen tun natürlich nicht nur der Bub selber, sondern es kommt auch vor der Papa, der Adi, den man Adi nennt, weil Adolf ja damals nicht so ein wirklich cooler Name war. Es kommt vor die Traudl, die eigentlich Edeltraud genannt werden will, die Mutter, der nichts fein genug sein kann und die natürlich bei der Gesellschaft damals unbedingt mitspielen will und dann natürlich auch noch die kleine Schwester. Ja, so wie es damals war, zu viert unterwegs nach Italien. Und er bleibt natürlich, als die Familie dann wieder zurück ist, dann kommt natürlich die nächste Aufgabe, das ist der Beginn des Gymnasiums und auch da muss er sich dann durchschlagen und bewähren. Ein wirklich tolles Buch von der ersten bis zur letzten Seite mit Erinnerungen gespickt, die automatisch beim Lesen hochkommen und ich glaube, die meisten Leute aus der Generation haben ähnliche Erinnerungen. Wenn es nicht immer Kaole war, dann war es halt vielleicht Bibione oder eine andere italienische Destination. Schon ein paar Jahre später hat man das Ganze dann ja mit dem eigenen Auto gemacht. Hier noch eine Busreise und wichtige Dinge dürfen nicht fehlen. Pizza natürlich, italienisches Essen, ein Ausflug auf den Markt. Ganz viele Dinge. Und sie werden auch bei dem ersten Schultag etliches wieder merken. Es ist nicht nur der erste Schultag, sondern auch die ersten Schultage beschrieben. Im Prinzip könnte man sagen, das Buch läuft circa über ein Jahr. Und kurz vor Schluss erleben wir dann auch nochmal die Mondlandung mit. Ja,
Mit diesem Buch haben Sie sicher viel Vergnügen. Lesen Sie unbedingt rein. Die Welt war eine Murmel von Herbert Dutzler, erschienen im Heimon Verlag. Damit Sie auch Abwechslung beim Lesen haben, empfehle ich Ihnen zwei weitere Bücher aus dem Heimon Verlag für die heutige Folge. Das sind zunächst einmal die Sprachwitze von Robert Sidlacek. Er beschäftigt sich in dem Buch mit der Herkunft der Sprachwitze, mit der jüdischen Herkunft der Sprachwitze, und mit ca. 500 Beispielen kann man auch gut erkennen, woran Sprachwitz funktioniert. Und natürlich ist der Sprachwitz im Buch auch nicht nur erkennbar, sondern auch erlebbar. Sprachwitze von Robert Sidlacek, ebenfalls im Heimon Verlag. Und als drittes habe ich schon mal ausführlich vorgestellt, kann man dann unten im Kommentar noch einmal als Link finden, Thomas Raabs Die Djurkovic und ihr Metzger. Falls Sie einen spannenden österreichischen Roman haben wollen, dann lege ich Ihnen den nochmal ans Herz, falls Sie ihn noch nicht gelesen haben. Ja, und mit diesen drei Büchern wünsche ich Ihnen wieder eine schöne Lesewoche.